Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen. Ich bin euer Theo und das ist eine weitere Ausgabe von Schwarz-Weiß. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die finale Folge von Star Trek Picard Staffel 2. Bleibt dran! Die 10. Folge von Star Trek Picard Staffel 2, das Serienfinale, das Staffelfinale, ist so spannend wie ambivalent gleichzeitig. Spannend deswegen, weil es Star Trek pur ist, ambivalent deswegen, weil es ein, zwei Szenen gab, die ich nicht gebrauchen könnte, und den einen oder anderen Punkt, den man generell an Star Trek kritisieren kann. Der spannende Teil war definitiv, dass es Star Trek pur war. Das hat mich absolut abgeholt und gefesselt und genossen. Ich habe die 10. Folge zu 90% absolut genossen, weil es Star Trek pur war, weil es Spannung, weil es Science Fiction, weil es Subtext enthalten hat. Das für mich zu kritisierende an dieser Folge ist A, die Szene mit Wesley, die könnte man streichen, die brauche ich überhaupt nicht. Ich mag den Charakter Wesley Crusher auch als Reisenden nicht wirklich. Man könnte die Szene getrost aus der Serie entfernen, aus der Folge entfernen und würde trotzdem zum gleichen Ergebnis kommen. Abgeholt hat es mich deswegen, weil es Star Trek pur war. Man hatte die Science-Fiction-Elemente dann im 25. Jahrhundert, man hatte den Subtext zwischen Jean-Luc Picard und Q, das war für mich das absolute Highlight, wie die Storyline rund um Q aufgelöst wurde, wie beide ihren Frieden gefunden haben, wie beide sich eine Freundschaft eingestanden haben, war Subtext, wie ich es bei Star Trek liebe, wie ich es bei Star Trek erwarte. Kombiniert mit den Sci-Fi-Elementen des 25. Jahrhunderts, mit der Storyline rund um Agnes Chorati und der Borgkönigin, wo ich gestehen muss, ich mich geirrt habe, Gott sei Dank. Das war Science Fiction pur. Das hat in mir das Gefühl von Star Trek The Next Generation aus den 90ern wachgerufen. Die Hauptkritik, die ich ansprechen muss hier, ist, dass auch wieder sehr viel Lückenfüller in der gesamten Staffel enthalten waren. Gott sei Dank ist man hier in der 10. Episode der 2. Staffel davon abgewichen und hat sich wieder auf die Kernthemen besonnen. Auch keine große Überraschung war, dass Rios in der Vergangenheit blieb, dass seine Geschichte ein Happy End erfahren hat, dass er seine Familie gefunden hat, dass ihm ein Leben, wie er es sich gewünscht hätte, wie er es sich vorgestellt hat, vergönnt war. Dass wir das hier in Rückblenden gemeinsam mit Guinan erleben, wo sie Picard erzählt, wie Rios Leben mit seiner Familie war, ist das, was ich meine, ein Lückenfüller, der kein Lückenfüller ist, da nicht zu sehr Zeit darauf verschwendet wurde. Man hat kurz und knapp eine emotionale Beziehung zum Ende gebracht. Man hat Rios über die gesamte Staffel schon angesehen, dass er sich im 21. Jahrhundert wohlfühlt, hatte schon geahnt, dass er vielleicht in dieser Zeitlinie bleibt und hat es dann kurz und knapp zu Ende erzählt. Dass die Borgkönigin aus der ersten Episode sich am Ende als Chorati herausstellt, hat mich gefreut und enttäuscht gleichermaßen. Gefreut deswegen, weil es in sich ein harmonisches Konstrukt war, enttäuscht deswegen, weil es vorhersehbar und ich mir etwas anderes erhofft und gewünscht habe. Auch in Anbetracht dessen, dass es mit dieser Anomalie, mit dem Hintergrund, dass die
Borgkönigin Agnes Jurati den Kontakt zur Sternenflotte, zur Admiral Picard, deswegen gesucht hat, um eine Anomalie zu bekämpfen, beziehungsweise dafür zu sorgen, dass diese Anomalie nicht tausende, Millionen Menschen auslöscht und sie dazu die Schiffe der Sternenflotte gebraucht hat, wirkt etwas konstruiert. Aber das ist genau das, was man an Star Trek generell kritisieren kann, dass etwas zu konstruiertes teilweise als Story-Aufhänger dient. Hier war es im positiven Sinne befriedigend und hat dafür gesorgt, dass die Serie einen runden Abschluss bekommt. Auch wenn es vorhersehbar war, dass die zweite Staffel so endet, wie sie begonnen hat, nämlich rund um die Borgkönigin und die Anomalie, beziehungsweise Anomalien, das war vorhersehbar. Von diesem Aspekt bin ich schon von, oder diesen Aspekt spürte ich schon so ab der ersten bzw. zweiten Folge. Trotzdem war es ein Vergnügen, Picard auf dieser Reise zu sich selbst begleiten zu können. Auch wenn die gesamte Story auch in zwei oder drei Folgen genauso spannend hätte erzählt werden können und die meisten Folgen eher Lückenfüller waren, ist es doch befriedigend. Befriedigend in dem Sinne, dass es tatsächlich sehr tief in den Charakter und die Beziehung zu Jean-Luc Picard ging. Durch die Konversation mit Q, so in der Hälfte der Episode, hat man es geschafft, den Zuseher emotional zu berühren. So zumindest ist mein Eindruck. Ich fühlte mich in einer moralischen Botschaft hineingezogen, die einem zur Selbstreflexion anleitet, die einen über das eigene Leben nachdenken lässt. Die Dialoge, die Picard und Q hier führen, über Freundschaft, das Sterben alleine, die Beziehung zu anderen Menschen, ist so klassisch Star Trek wie die Raumschiffe, die wir bei der Anomalie und innerhalb der Sternenflotte in dieser Episode zu sehen bekommen haben. Man kann es auch wieder auslegen als Fanservice bzw. in sämtlicher Art und Weise kritisieren mit man hatte 7 Folgen, die nichts bringen, es ging nur darum, Fanservice abzuliefern. Mag auch seine Berechtigung haben. Aber wenn man sich darauf einlässt, finde ich, und über diese ein, zwei Kritikpunkte hinweg sieht, war es ein gelungenes Finale, war es eine gelungene Staffel. Jeder Charakter, ganz egal ob Admiral Picard, ob Seven oder Jurati, haben eine Charakterentwicklung durchgemacht, haben sich auf eine Reise begeben, die einen Startpunkt hatte und die ein Ziel hatte. Auch wenn, wie vermutet, Start und Ziel derselbe Punkt sind. Was ich noch explizit kritisieren muss, das ist der Umgang mit Elnor. Er ist auch wie das Auftreten von Wesley Crusher absolut unnötig. Fanservice. Es wurde gemacht, um ihm einen Auftritt zu geben. Ich finde es schade, dass hier in so einer spannenden und tiefgründigen Story dann so in den Dreck gegriffen wird, wie zum Beispiel bei Rios und als die gesamte Flotte vor der neuen Anomalie stand, die Excelsior kurz vor der Vernichtung war, beziehungsweise davor, dass irgendwas mit den Schilden, Schildharmonie oder so, abgewichen ist und Raffi
mit Elnor so erfuhr, dass Elnor noch lebt und Elnor das Problem gelöst hatte und als Kadett in Ausbildung und nicht jetzt ein Offizier. Das war konstruiert. Das ja, toll. Raffi hatte auch ihr Happy End, Elnor lebt noch, okay, gut. Aber genau so fühlt es sich an. Es ist plump, es wurde reingeschnitten, es wurde rein konstruiert und hat mich auch beim Zusehen echt ja, aus dem Feeling rausgerissen. Gott sei Dank nur für kurz, denn das Finale schafft es dann auch wieder relativ schnell, die Handlung voranzutreiben und wieder zurückzukommen zu den essentiellen Teilen. Auch wenn vieles hier tatsächlich Fanservice oder nur zum Spannungsaufbau dient, schafft man es schnell wieder zurückzukehren. Schafft man es schnell wieder die Handlung im Hier und Jetzt voranzutreiben und sich wieder auf Picard und sein Umfeld zu fokussieren und zu konzentrieren. In Anbetracht dessen, dass die Borgkönigin doch Agnes Jurati ist, war es schön aufgelöst, war ein Hintergrund da, der nachvollziehbar ist. Das Wie, ob man dazu unbedingt die Flotte, die Armada der Sternenflotte gebraucht hätte oder ob man darüber nachdenken könnte, ja, eigentlich als Borgkönigin hätte Jurati sicherlich die Möglichkeiten gehabt, genug Schiffe zu konstruieren, die den gleichen Effekt hatten. Ist es wieder im Geiste von Star Trek, dass man uns ein größeres Gegenüber präsentiert, das auf die Hilfe der Protagonisten angewiesen ist. Und eine zuvor bedrohliche Situation, Ausgangssituation, nicht nur zu einem Happy End bringt, sondern auch diese mit einer Message verknüpft, dass der zweite Blick wichtig ist, dass ein dritter Blick notwendig sein kann. Wenn wir die letzte Folge mit der ersten Folge gegenüberstellen, wo wir eine Borgkönigin haben, die dabei ist, die Flotte zu vernichten und diese jetzt gegenüberstellen und in einen Kontext setzen mit sie wussten in der ersten Folge nicht, wer dahinter steht. Sie wussten die Beweggründe nicht. Sie hatten nicht einmal genügend Zeit, die Beweggründe in Erfahrung zu bringen. Ist das ein Subtext, den jeder von uns verinnerlichen sollte und darüber nachdenken sollte? Zumindest hat das den Eindruck auf mich erweckt. Und ich fühlte mich dann insofern abgeholt, dass ich wirklich mir dachte, okay, gut, ein zweiter, dritter Blick in eine Geschichte, in einen Charakter ist nicht nur sinnvoll, sondern eigentlich auch notwendig. Hat es das gebracht, hat die 10. Folge das gebracht, was man sich bei der ersten Folge von Star Trek Picard erhofft hat? Ich glaube nicht. Ich glaube, man muss mit sehr viel Toleranz an diese zweite Staffel von Star Trek Picard herangehen, um bei einer Laufzeit von 10 Folgen Verständnis dafür aufzubringen, wie die Geschichte erzählt wurde. Auch hier denke ich, dass eine Verkürzung der Laufzeit, es vielleicht zu einem Film zusammenzukürzen, besser für die Erzählweise wäre, als es konstruiert auf 10 Folgen zu strecken. Hier habe ich jedoch die Hoffnung auf die 3. Staffel von Star Trek Picard, die ja mit dem Zurückbringen alter Charaktere eigentlich der gesamten Riege und Crew der typischen The Next Generation Episoden ein Zurückbesinnen auf alte Werte erhoffen lässt. Dass wir im Vorausblick auf die 3. Staffel und was wir jetzt darüber wissen, beziehungsweise den Cast, den wir wissen, eine Zeitenwende erhoffen können. So zumindest ist mein Eindruck. Es wurden gute Voraussetzungen geschaffen, um uns in der letzten Staffel von Star Trek Picard ein Star Trek
zu bringen, das angesiedelt ist im 25. Jahrhundert, das eine Spur weit episodenhafter erzählt wird, wenn sie wieder 10 Folgen umfassen sollte und nicht eine Doppelfolge oder einen Dreiteiler versuchen, auf 10 Folgen zu strecken. Alles in allem eine sehr spannende, die spannendste Episode der zweiten Staffel. Alles in allem ein guter Abschluss für die komplette Staffel und für mich ein hoffnungsvoller Blick mit viel Toleranz auf die dritte und letzte Staffel von Star Trek Picard. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.